Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir ganz persönlich. Es geht um das Thema Mut. Ja, ich bin die letzten Tage sehr herausgefordert worden, ganz uralte Ängste in mir drin loszulassen. Ich wusste gar nicht, dass die noch irgendwo im Keller schlummern. Und den Mut zu haben, erstens mal diese anzuschauen, sie aus dem Keller zu holen. Das war gar nicht so einfach. Die haben sich wirklich gut versteckt gehabt. Und das Zweite war dann, trotz dieser panikartigen Attacke, die ich da gehabt hatte, wo ich es überhaupt seit Jahren nicht mehr kenne, mich zu entscheiden. Und zwar nicht der Angst zu gehorchen, sondern mich zu der Liebe hin zu entscheiden. Mich zu entscheiden, wirklich ganz, ganz Neues zu beginnen. Ich habe einen riesengroßen Raum gesehen und ich wusste, wenn ich in diesen Raum gehe, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann lasse ich wirklich alles hinter mir, was ich dort nicht mehr gebrauchen kann. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, ich stand da. Die Angst hat gesagt, geh ja nicht dort hinein. Das ist schade für dich, da kommst du um, das ist überhaupt nicht gut. Das ist für dich sehr gefährlich. Die hat alle Register gezogen, ihr könnt euch das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das war. Und dann kam mir ein ganz weiser Spruch meines Hypnoselehrers wieder in den Sinn. Egal, was die Angst dazu sagt, tu es trotzdem. Und für diesen Input war ich so dankbar. Als ich gesagt habe, ja, ich mache es trotzdem, ist die Angst immer mehr und mehr weggegangen. Und es kam eine riesengroße Freude, es kam aber auch eine große Neugier und es kam auch ein großer Respekt. Okay, ich gehe in das Neue hinein, ich habe keine Ahnung, was kommt. Aber ich weiß, dass mir dort nichts geschehen kann. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Egal wie groß die Herausforderung ist, packe den Mut und sage ja zu dir, Herausforderung. Du wirst nur so weit herausgefordert, wie du es bewältigen kannst. Und sobald du ja sagst, öffnen sich ganz viele Türen, wo du Unterstützung bekommst, wo du Hinweise bekommst, wo dich jemand vielleicht an die Hand nimmt oder jemand sagt, gut, ich mache das jetzt für dich, das musst du nicht selber tun. Du kommst in eine Gemeinschaft hinein, die dich trägt. Du kommst dorthin, wo es jetzt Zeit ist, hinzukommen, nämlich zu dem Wissen, dass du nichts mehr alleine tun musst, egal wie schwierig es ist. Es ist immer jemand da, es ist eine Gruppe da, es ist eine Gemeinschaft da, es kann dein Freundeskreis sein, es kann ein beruflicher Kreis sein, der dich je nach Thema unterstützt. Du musst nichts mehr alleine tun. Ich bin eine Einzelkämpferin gewesen. Ich habe alles alleine gemacht die letzten Jahre. Natürlich hatte ich immer wieder mal jemanden zu Hilfe geholt. Das ist schon klar. Aber ich habe nicht wirklich ein Team gehabt. Und das Neue aufbauen, egal ob das jetzt beruflich ist, was du machen möchtest, ob das ein Hobby ist, das du vertiefen möchtest, du kannst nur etwas Neues aufbauen mit den anderen zusammen. Also habe auch den Mut, hinzustehen und zu sagen, ich lerne Vertrauen in den anderen, aber auch in mich, in meine Intuition, in meine Fähigkeiten. Ich vertraue auch dem anderen in seine Fähigkeiten.
Wie tönt das für dich? Mut ist einfach, es trotzdem zu tun, trotz den vielen Zweifeln, trotz den vielen Neins. Und wenn die Nein, das spürst du so gut in deinem Herzen, wenn die Nein aus der Angst kommen, die fühlen sich ganz anders an, als wenn dein Herz sagt, halt. Die Nein aus der Angst, die sind so zweifelhaft, die sind so, das schaffst du nicht, das geht nicht allein, da reicht das Geld nicht. Da reicht die Zeit nicht, da kommen tausend Ausreden, dann weißt du, das ist ein Nein aus der Angst. Kommt aber ein Stopp. Schau noch einmal hin. Fühle ganz tief hinein, ob dieser nächste Schritt wirklich angesagt ist. Überprüfe es noch einmal mit deinem Herzen. Dann weißt du, das ist das Stopp deines Herzens. Du möchtest da in eine Sackgasse gehen und dein Herz sagt, schau noch mal hin, ob du wirklich in diese Sackgasse hineingehen willst oder nicht. Der Weg wird eigentlich hier durchgehen. Du siehst ihn vielleicht nicht ganz so klar. Die Sackgasse siehst du klar. Aber dann beleuchte den Weg noch einmal. Rede mit jemandem darüber. Mach eine Aufstellung damit. Ja? Ich liebe systemische Aufstellungen in solchen Situationen, die geben so viel Klärung und es ist so einfach zu tun. Ja. Also ich bitte dich da wirklich immer wieder mal hineinzufühlen, wenn du etwas umsetzen möchtest und du hast das Gefühl von, schaue hin, ist es ein Halt aus dem Herzen, das dir einfach einen Umweg ersparen möchte? Oder ist es die Angst, die dich hindern möchte? Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Von daher wünsche ich dir, dass du auch etwas Großes, wirklich Großes in Angriff nimmst, dass du den ersten Schritt tust, das ist nämlich dich zu entscheiden, etwas in deinem Leben zu verändern und den Mut zu haben, Ja dazu zu sagen. Sobald du Ja dazu gesagt hast, zu dem, was du aus dem Herzen willst, egal um was es geht, egal ob das um private Dinge geht, um Beziehungen, um dass du vielleicht deinen Job wechseln möchtest oder kündigen möchtest, dich selbstständig machen möchtest oder etwas ganz anderes in deinem Wohnort wechseln möchtest. Das sind alles große Schritte, die große Veränderungen mit sich bringen. Habe den Mut zu fühlen, wie dein Weg geht. Wenn du Klarheit brauchst, dann rede mit jemandem darüber, wie sich das anfühlt, auch für den anderen. Und aus der Reaktion des anderen überprüfe deine Gefühle, deine Reaktion. Mut ist so ein wertvoller Angsttransformator. Das habe ich wieder einmal selber wahrnehmen können. Ich bin äußerst dankbar, dass mich da dieser Mut wieder auf den richtigen Weg gebracht hat. Auch du hast diesen mutigen Anteil in dir. Gib ihm eine Gestalt. Meiner ist ein großer Krieger, der richtig dasteht, der kraftvoll dasteht. Manchmal hat er auch ein Schwert in der Hand, um da den Weg frei zu boxen. Wie sieht dein Mutanteil aus? Male ihn dir doch aus. Vielleicht magst du ihn gestalten. Und immer wenn so eine große Angst kommt oder eine Panik kommt oder irgendetwas, was dich hindern will, dann verbinde dich mit dieser Mutgestalt. Das ist ein Anteil von dir, der dich nährt, stützt und der aus der Liebe entspringt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Umsetzen und beim Erkennen, wie Mut Angst transformiert. Ja, selbstverständlich kannst du auch einen Termin bei mir haben, wenn das zu groß wird und du die Angst nicht alleine bewältigen kannst. Ich unterstütze dich gerne, weil ich weiß, wie wichtig es ist, diese Angst auf die Seite zu stellen. Dir einen wunderbaren Tag.